Rettung aus der Lebensgefahr. Einer nach dem anderen per Seil am Helikopter. Eine Woche nach dem Zyklon Idai hat Mosambik den Notstand ausgerufen. Immer noch harren Menschen auf Hausdächern aus. Hunderttausende sind in den überfluteten Gebieten auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Lage ist dramatisch. Die Vereinten Nationen haben erste Hilfen von 20 Millionen Dollar freigegeben. Lebensmittel und Medikamente erreichen die Betroffenen aber nur langsam. Eine schwierige Aufgabe für Hilfsorganisationen. Straßen und Infrastruktur sind zerstört. Das Gebiet ist sehr groß und es gibt zu viele Bedürftige. Das ist der erste Tag, an dem uns Hilfsgüter erreichen. Es reicht einfach nicht für so viele Menschen. Ich habe 4 Kinder. Wie sollen sie mit so wenig Brot überleben? Wir brauchen dringend Hilfe. Auch im benachbarten Simbabwe sind die Menschen auf Hilfsgüter angewiesen. Inzwischen ist klar, dass es eine der größten Naturkatastrophen ist, die die Region je erlebt hat. Mehr als 550 Tote sind in Mosambik, Simbabwe und Malawi mittlerweile geborgen worden. Weil es kein sauberes Trinkwasser gibt, können sich Krankheiten wie Cholera ausbreiten. Die Menschen kämpfen weiter ums Überleben. Die Zeit wird knapp.